Heute ist der letzte Tag der Afrika-Reise in Äthiopien und ein spannender. Zum einen die Eröffnung der Schule, der FC Bayern München Fußballschule, was ein tolles Projekt ist und wo man merkt, Minister, denen man hier Geschenke überreicht, freuen sich weniger über den Bayerischen Löwen, ein bisschen, aber vor allem ein Trikot mit ihren Namen hinten drauf vom FC Bayern. Respekt. Dann ein ganz beeindruckendes Gespräch mit der Staatspräsidentin, eine der ganz wenigen Frauen, die weltweit an der Spitze stehen, hier in Afrika ganz besonders, die viel Verständnis und Interesse an unseren Bemühungen hat, die das lobt und auch einfordert. Und last not least, fairer Handel mit gutem Kaffee, der hier stattfindet, wo wir eine große Unterstützung haben mit einem Projekt, wo 3000 Menschen am Ende Arbeit und Brot finden können mit einer Kaffeeproduktion, die zu fairen Bedingungen geht. Damit ist die Reise abgeschlossen. Es war sehr, sehr spannend, bewegende Eindrücke. Wir setzen diesen Weg fort.